So Leute, ich bin's wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein Tutorial, wie ihr den Tomahawk verbessern bzw. upgraden könnt zum Health Redeemer. Und zwar, was hat das Ganze für einen Vorteil? Der Tomahawk ist um einiges stärker. Und ja, wie ihr den bekommt, erkläre ich euch jetzt. Als erstes müsst ihr den ganz normalen Tomahawk, den Health Retriever, frei spielen. Da habe ich auch ein Tutorial gemacht, werde ich euch jetzt hier in die Beschreibung packen. Dann müsst ihr noch das Flugzeug zusammenbauen, habe ich auch ein Tutorial gemacht, werde ich auch in die Beschreibung packen und direkt im Video einblenden. Wenn ihr die beiden Schritte gemacht habt, das Flugzeug gebaut habt und ja, den Tomahawk freigespielt, dann geht ihr hier auf die Brücke, da kommt ihr mit dem Flugzeug hin und macht dort geschätzte 30 Kills mit dem Tomahawk. Ihr werdet dann hören, müsst ihr halt den Fernseher ein bisschen lauter stellen, da kommt dann so ein Signal, so ein ganz komischer Ton. Und ja, wenn ihr den hört, habt ihr es geschafft, den ersten Schritt. Und dann müsst ihr wieder zurück mit den elektrischen Stühlen zur normalen Welt. Und was heißt normale Welt, einfach wieder zurück zur Map. Dann müsst ihr unter Electric Cherry gehen, hier in diese Ecke, und dann seht ihr hier diesen Spalt zur Hölle, sage ich. Und dort wirft ihr euren Tomahawk rein und dann solltet ihr nicht mehr bekommen, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Als nächstes müsst ihr noch eine Runde überleben, also eine Runde. Und dann geht ihr ins Afterlife, wenn ihr eine Runde überlebt habt, und geht dorthin, wo ihr den normalen Tomahawk immer findet. Und dieser wird jetzt nicht mehr rot sein, sondern blau, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Den nehmt ihr im Afterlife-Modus auf, belebt euch selbst wieder und dann habt ihr ihn auch schon. Dieser Tomahawk ist um einiges stärker als der normale und er lässt sich sogar dreimal aufladen. Und ja, hier seht ihr noch schnell, wie er dann funktioniert. Und ja, ansonsten sieht man sich beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal.